Feld fokussiert seine Energie an deinem Angriffspunkt. Wenn du schneller zuschlägst, kannst du vielleicht durchbrechen. Verstanden. Kreativ, aber aussichtslos. Senke Nachladeintervall auf 10 Pikosekunden. Ich finde seinen Körper nicht. Sein Herzschlag auch nicht. Ich sollte ihn schützen. Vor allem vor dir. Jetzt ist er fort. Das ist wohl das Beste, was du heute gehört hast. Er wird mir auch fehlen. Im Ernst? Er war einmal ein guter Freund. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Aber der Joker hat ihn verdorben. Und ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich verlor meinen Freund Clark. Und seitdem vermisse ich ihn. Atlantis? Zerstört. Ich wollte nicht hören. Jetzt sterben wir alle gemeinsam. Niemand gibt sich geschlagen. Hat jemand von Beetle oder Firestorm gehört? Das ist deine Schuld, Bruce. Kerl und ich hätten Brainiac geschlagen. Du hättest uns folgen sollen. Hör auf, Diana! Millionen Menschen sind auf diesem Schiff gefangen. Wir müssen sie retten. Nicht mit ihm. Belch Dissonanz. Kein Wunder, dass die menschliche Zivilisation den Fesseln ihres winzigen Planeten noch immer nicht entstiegen ist. Bist du nur hier, um zu spotten? Meine Betas sind überall auf eurem Planeten. In einer Stunde werden sie gleichzeitig explodieren und die Atmosphäre der Erde verbrennen. Diese Welt wird zu einer Mondlandschaft. Es sei denn, ihr überlasst mir Kara Zor-El. Sie ist Kryptons letzte Überlebende. Und meine einzige Chance, den Effekt einer gelben Sonne auf kryptonische Zellen zu studieren. Gebt sie mir. Und ich verschone diese Welt. Selbst wenn man dir bei diesem Deal vertrauen könnte, gingen wir ihn nicht ein. Ihr habt eine Stunde Bedenkzeit. Danke, dass du der Neuen eine Chance gegeben hast, aber vielleicht sollte ich gehen.
Nein. Wir finden einen Weg durch Brainiacs Schilde. Wir müssen. Wir könnten sie kurzschließen. Aber dafür bräuchten wir irrsinnig viel Energie. Vielleicht ist Wissenschaft nicht die Lösung. Vielleicht könnt ihr mit Magie etwas gegen ihn ausrichten. Ich kann enorme magische Energie vom Fels der Ewigkeit durch die Pforte Kandax leiten. Aber ich brauche ein Medium, um sie zu kanalisieren. Etwas, das dieser Kraft widerstehen kann. Wie wär's mit dem Dreizack von Atlantis? Ja, das könnte gehen. Selbst wenn wir die Schilde gesenkt kriegen. Cyborg sagt, dass Brainiac das Schiff mit seinen Gedanken steuert. Ich habe ihn von Brother Eye abgeschnitten. Ich kann einen Signalstörer bauen, der sein neurales Netzwerk blockiert. Wenn ihr Brainiac-Schilde deaktiviert, können wir diese Beta-Bomben entschärfen. Also steht unser Plan. Aquaman, Adam, ihr geht nach Kandak. Der Fels der Ewigkeit ist in einer Taschendimension verborgen. Seit Brainiacs Invasion habe ich es vermieden, das Tor dorthin zu öffnen. Weil er es bemerken würde? Ganz genau. Sobald das Tor geöffnet wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor Brainiac angreift. Diesen Kampf sehne ich herbei. Ihr Ältesten, enthüllt den goldenen Pfad für mich. In eurem Namen. Shu, Keru, Amon, Chehuti, Aton, Mehen! Black Adam hat Kandaks Macht enthüllt und seinen Standort. Die Society soll eine Probe des Fels der Ewigkeit nehmen. Ich möchte sie untersuchen, diese Magie. Die Society hat sich aufgelöst. Sie dachten, die Erde stünde ihnen zur Eroberung bereit, nicht dir zur Zerstörung. Und du, Grodd? Die Erde kann zur Hölle fahren. Ich diene Brainiac. Das solltest du auch. Ich werde dir neue Soldaten geben. Hol mir eine Probe, bevor die Erde zerstört wird. Und ich werde dich belohnen. Beeilen wir uns. Spar dir die Mühe. Dafür ist keine Zeit mehr. Ein Extrahierungsschiff ist unterwegs. Kein Dach wird Brainiac gehören. Schickst Lakaien, Grodd? Lakaien können große Siege erringen, wenn man bereit ist, sie zu opfern. Alter, das ist natürlich krank, dass er lieber Norm hat. Ich muss unbedingt herausfinden, wie die Aquaman, gegen die ich gekämpft habe, diese Fähigkeitensucht eingenetzt hat. Dieses, genau das hier. Okay, hab's rausgefunden. Ich meine. Letztendlich ist Aquaman gar nicht so scheiße als spielbarer Charakter. Aber es ist halt immer noch Aquaman und er sieht halt so scheiße aus. Hopp, hopp. Ich meine, seine Fähigkeiten sind auch nicht so geil, wenn ich so ehrlich bin. Okay. Wasserschild. Bam! Alter, ihre Stimme klingt so übelst awkward, mit seitdem sie von... Ja, yeah. Grodd. Kontrolliert wird! Ho! Aua, aua! Chill mal ein bisschen! Haha, Wasserschild! Alter, wie lange braucht das Wasserschild, bis es aufgeladen ist? Aua! Aua, aua! Chill mal ein bisschen! Alter, ich kann nicht meine Fähigkeit benutzen! Alter, jetzt lass mich doch mal irgendwas machen! Irgendwas! Meine Güte, Alter. Die war am Anfang so schwach. So schwach, die wurde dann einfach so immer stärker, 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 stärker. Was soll ich da machen? Bin immer noch für Aquaman. Du schickst da keinen Grodd? Lakaien
große Siege erringen, wenn man bereit ist, sie zu opfern. Okay. Bap, 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 bap. Komm schon wieder sofort. Komm, ich hab schon wieder dieses komische Gefühl, dass das ganz einfach wird gegen die. Aber guckt euch das mal an, jetzt stellt sich jetzt schon wieder so. Die macht so gut wie gar nichts. Kurz zurück und. Yes! Du hast gesteinigt! Yeah! Guck mal, bis jetzt war die mega einfach. Mega einfach, ich sag's euch, jetzt wird die reinballern. Jeden Moment. Was sag ich? LOL! Oh, leck mich. Alter, ihr Geschreier, Junge. WTF, Mann. Hentai. Boah. Oho. Ah, komm rein. For the win. Ich mag seine Ulti irgendwie überhaupt nicht. So einfach fangen. Hier kommt die Kavallerie. Wie passend, dass ihr zwei gemeinsam sterbt. Die letzten Monarchen der Menschheit. Was für ein Diktator opfert seine eigenen Leute für Brainiac. Meine Loyalität gilt nicht Brainiac oder Gorilla City. Sie gilt mir selbst. Ich warte, bis dieses Alien seine Schwäche aufdeckt und töte ihn. Mit seinem Schiff werde ich unaufhaltsam sein. Illusionen, Grodd. Sich angefühlt, deine Leute zu verlieren, Aquaman. Ich habe sie nicht verloren. Sie wurden mir genommen. Hohoa! Hentai! 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 Oh, verdammt! Er hat Hentai geblockt. Das war doch der ultimative Griff. So much Hentai! Hentai! Aua. Living Tombstone! Oh, verdammte Scheiße! Yeah. Bam! Hentai! Oh yeah. Ich wollte ja schon sagen, Aquaman fängt jetzt an der Stange zu tanzen. Aua. Mal, ich will ihn aus der Stage ballern. Er soll aus der Stage. Ah, ne, kann man das überhaupt hier? Aua. Rip my life. Ah, die Ulti ist cool. Sie wirklich. Aua, aua. Bam! Ich werde Atlantis rächen. Du wärst tot. Der Skarabäus ist zäh. Batman meinte, ihr bräuchtet etwas Hilfe. Betrachtet mich als Sidekick. Dann los.
Wie genau soll das funktionieren? Wir laden deinen Dreizack mit Funken der Macht des Felses auf. Wird die volle Kraft entfesselt, so sucht sie deine Waffe. Deine Gedanken leiten dann die Macht des Zauberers zu seinem Ziel. Bin bereit. Beetle, was soll das werden? Was ich befehle. Ein versteckter Schläfer, der dich herführen sollte. Trotz der Macht des Skarabäus war der Junge leicht zu manipulieren. Und jetzt, Reime, töte sie! Diese Rüstung ist Verschwendung an einem Kind! Wenn wir fertig sind, werde ich ihm den Skarabäus entreißen! Und mir seine Macht aneignen! Digga, du bist ein fetter Affe, der über ein kleines... Über einen Jungen spricht, man, das ist awkward. Was, daneben? Ein Toy! Boah. Alter. Yeah! Na, komm schon! Komm schon, mach ihn weg! Oh, ich wollte eigentlich gerade Hentai, aber naja, nächstes Mal. Hentai! Hentai Power aktivieren! Aktiviere Hentai Power! Mann, komm schon! Yes! Oh, nicht so bad, schade. Rip my fucking life! Aua, aua. Aua. Jetzt, come on, Junge. Das war doch mal ein schöner Hentai-Move. Oh. Sogar du hast mich unterschätzt. Ich mach gar nichts. Ja, er läuft ja auch. Ha. Aquaman Power. Yes.